Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grimdawn. Wir sind hier am Fort Icon und wir prüfen uns erstmal hier durch den ganzen Hof durch, wo wir schon mal gemacht haben, letzten Part. Aber, ja. Ist nice hier. Ja, wie immer, ne? Ich mach viel Schaden und sterbe schnell. Freddy macht wenig Schaden und sterbe schnell. Ich mach auch viel Schaden. Ich mach jetzt nicht so viel Schaden wie du, aber ich mach schon noch krass Schaden, also. Ich glaube, ich muss das mal hier oben lang gelaufen. Ja, dann gehen wir jetzt mal unten lang. Schön erstmal die Gegner polen und mich dann da stehen lassen, genau. Ja, ist halt ganz normal, ne? Natürlich, easy. Guter Tank auf jeden Fall. Ja, ich bin ja kein Tank. Doch, eigentlich schon. Ne, ich guck nur zu. Ach, du bist Troll, sagt er doch gleich. Ja, mach ich, das ist gut. Hier eine Kiste. Haben die Alben bezahlt nicht auf, danke Spiel. Hab ich. Nein, meine. Ja, nee, habe ich. Bei mir lässt immer so ein kleinen Scheiß da liegen. Immer. Oh, da unten ist ein Panzer. Der hängt da so halb runter, sieht cool aus. Hallo. Guter Tank. Ich weiß, danke schön. Guter DD, immer die Agro pullen. GG. Klar, ich mach gar nichts, auf einmal laufen alle auf mich los. Jojo. Ja, bestimmt hier. Hast bestimmt so Pulszauber angemacht hier. Hier im MMO will ich dich schon aus der Gruppe kicken, weil du so ein Assi bist hier. Na, dich aber auch. Nee. Ich mache ja meinen Job, nur du pullst immer die Arcore, kann ich ja nichts für. Warum spielst du Spot-DD? Ja, wenn du ein Spot-DD spielst. Ja, und du keinen Spot-Tank, dann bist du ja wohl schuld. Ist ja ganz einfach. Nee. Ich spiel meine Klasse richtig. Du lässt ja immer nur einen Spot ein, um mir die ganzen Mobs wegzunehmen. Dann könnte ich halt aufhören, über Rollenspiel zu reden. Also ja. Über Online-Rollenspiele. Und du davon gar keine Ahnung hast eigentlich. Wenig. Gut, ich glaube, du stehst einfach zu nah an den Gegnern dran. Vielleicht sollst du einfach nicht so nah ranlaufen. Weiter weg stehen. Du stehst mit deinen Schusswaffen in Melee-Range fast. Du weißt aber schon, wie viel Platz man oben drüber hat. Ne? Ich stehe meistens so weit weg, wie es geht. Du standst gerade fast neben mir. So, und ich hab mein Bildschirm. Ja, wenn du den Bildschirm. Musst du einfach so ein bisschen seitlich rauf gucken und nicht so gerade nach oben, da hast du mehr Platz. Ja, vor allem Strich. Tut mir leid, ich spiel immer so seitlich. Okay. Nein, ich seh einfach den Bildschirm gar nicht. Ja, aber deshalb spiel ich ja so seitlich. Er war immer in diesem seitlichen Positions-Dings drin. Kommt drauf an, wo du hinläufst. Ja, okay. Wollen wir erst hier noch ein bisschen rumgucken oder wollen wir erst hier. Okay, ich glaube, rumgucken ist besser, weil die Höhle geht weiter. Da geht's weiter. Was ist denn los mit denen? Können die einmal mich angreifen? Hallo hier, mich hier, hallo. Wir haben uns immer nicht das Devotion-System angeguckt. Werden wir auch nicht mehr. Doch, ich schon. Nein, wahrscheinlich nicht. Tut mir leid an den Zuschauer, der es so nett so erklärt hat, aber ja. Ja, und ich entschuldige mich hiermit nochmal bei deinen Zuschauern, dass wegen mir kein Part bei dir kam, Dienstag. Und bei meinen Zuschauern, dass immer wieder so super pünktlich die Videos kommen und überhaupt Videos kommen. Aktuell, also die letzten Tage, bis ich jetzt Urlaub hatte, hatte ich totalen Gehirnfick. Und ja, jetzt die letzten, also seit gestern habe ich frei. Wir sind im Modpack-Channel übrigens. Auf dem TS nur oh. So. Ich move uns mal kurz. Ne, ich kann uns nicht move, da ist die Aufnahme kaputt. Ja, ich auch nicht. Fuck. Ja, da kommt schon keiner. Wenn, dann sagen wir auch tschüss. Ja, und also die anderen Leute, also so hier verhindert, aber sie können ja sowieso nicht rein. Ne? Ich hab hier die Berechtigung geändert. Dennis hat es vergessen gehabt, der Assi. Deshalb kam der auch einmal hier rein und dann hat er. Weiß ich, was hat er gefragt? Ich glaube, er hat gefragt, ob wir ETS spielen wollen. Also nur zu eurer Erklärung, Ferdinand ist ein Zuschauer von unserem. Also ein Twitch-Zuschauer. Von dir, nicht von mir. Ja, von mir. Ganz netter eigentlich. Ein bisschen verplant, ein bisschen doof, aber ganz nett eigentlich. Ach ja, ich hab ja auch Skills und sowas. Ja, ich benutze meinen eigentlich auch. Ich muss sogar hin und wieder die Eins und. Ja, ich vergesse es hauptsächlich eigentlich. Weil der ist irgendwie richtig useless. Das ist ein Rundumschlag.
den man einfach spammen kann. Aber mein normaler Angriff ist eigentlich viel cooler. Ich hätte das einfach gar nicht skillen sollen. Kannst du zurückskillen, gibt's auch. Ja, kostet Geld. Ja. Kein Geld für sowas. Oh Gott, das klettert schon wieder aus dem Boden, die Assis. Was ist denn das? Compilation, oh Gott, ich habe eine Compilation gefunden. Hallo, meine. Will ich lesen? Ksch, weg da. Büchlein, hallo. Oh Gott, ist so viel. Ist es gar nicht. So, ich habe noch keinen einzigen Heiltrank genommen. Ich glaube ich auch nicht. Ich heile mich immer gegen. Oh Gott, das ist schon wieder groß aus dieses Dungeon hier. Ist doch schön, wenn er durch meine Stunwelle läuft und nicht gestunt wird. Ja, das ist das Beste. Ach ja, und noch als kleine Info. Wir streamen oft. Wir streamen oft, ja. Und momentan ist mein Leben komplett gefickt von Minecraft. Das heißt, ich zocke eigentlich momentan nur noch Minecraft. Ja, nur noch Modpack. Vor allen Dingen, wenn wir aufnehmen wollen. Hey, lass also, mal so um 3:30 aufnehmen. Ich komme erst um 4, weil ich gerade noch eine Serie guckte, aber er ist immer noch nicht fertig. Also wir haben es jetzt 6? 5? Haben wir es 5? Ungefähr, ne? Vor 5. Ja, also wir haben ungefähr um 4:30 angefangen, das alles vorzubereiten. Da bin ich endlich aus dem Minecraft rausgegangen. Ich hatte ihm gesagt, ja, lass um 3:30 anfangen. Freddy war schon um 12 da und habe ich ganz viel Minecraft noch gezockt. Nee, ich bin auch eine halbe Stunde zu spät gekommen, aber... Ich weiß, aber irgendwie macht mir das momentan am meisten Spaß. Mir gar nicht. Das und ETS. Nicht verstehe ich ja, wieso du ETS so lange spielen kannst, das ist... Nee, verstehe ich einfach nicht. Ich kann das spielen, bis ich zu müde bin. Dann gehe ich schlafen. Danach spiel ich weiter. Das macht mir so viel Spaß. Das ist unglaubwürdig. Mein einer Payday-Kumpel hier ist auch ein ziemlicher ETS-Fan. Ist auch letztens wieder gespielt. Guter Junge. Nee, gar nicht. Wieso ETS? Warum? Das ist. Nee. Das nicht viel Spaß macht. Ich ja, bleib bei Payday. Fahren. Siehst du, ich hab zum Beispiel gar keinen Spaß an Payday. Wahrscheinlich, weil ihr dann einfach nur mit mir rumgelaufen seid, ich nichts machen konnte und ihr gespielt habt, aber... Ja. Ah, geh weg, geh weg. Oh, oh, Heldenmonster! Ja, hab ich schon gesehen. Hab mich fast getötet, ich hab einen Heiltrank genommen. Oh, das ist Schrott. Erstmal Schrott aufsammeln, das ist ein bisschen wichtiger als Fisch zu helfen. Oh, ein Reanimator! Oh, Loot! Oh, Sidequest, hallo! Wenn das keine Sidequest... Aber... Doch, da ist eine Sidequest sogar. Ich hab das gerade nur so aus Spaß gesagt. Wo bist du? Weg! Was soll denn bist du? Der Pisser greift mich an, der ist da hinten. Ich bin hinter dir, du... Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr gehabt, du bist zu weit weggelaufen. Oh, hallo, jetzt bleib stehen. Willst du noch wiederkommen? Wenn er Fokus auf dich hat. Hat er Fokus auf dich? Ja. Ich stehe einfach in seiner Kälte auf, das interessiert mich nicht. Ja, wo bist du? Ja, wo du mit ihm hingelaufen bist. Wer ist da wieder hingelaufen? Okay, ich mach schon enormen Schaden, muss man sagen. Und das war mein kleiner Angriff. Reputation vs. Death Vigil. Death Vigil. Waren, glaube ich, gute. Death Vigil war unsere Crew, oder? Keine Chancen waren die Schwuchteln. Ja. Legend Supplies. Das sind die Sachen, die wir in Dingens abgeben mussten. Was? Das sind 100.000 Parts her. Legend Supplies mussten wir hier abgeben. Die Quest haben wir im letzten Part angenommen. Ja. Und ich habe das nicht bekommen. Cool, wir müssen noch mehr finden, glaube ich. Nee. Oh, komm mal, hallo! Soll ich dir was sagen? Haben alle dich angegriffen, bis auf die ich angegriffen habe. Etwa die Hälfte greift mich an, ja. Au! Ihr macht ganz schön Schaden! Ihr kleinen, oh Gott, mir fällt kein Wort ein. Aber die halten noch nichts aus. Oh Gott, ich muss gerade einen Heiltrank nehmen. Ich habe auch inzwischen eingenommen wieder.
Ich hab schon zwei genommen. Ansonsten hab ich die ganz gut platt gemacht gerade. Die halten ja nichts aus. Ja, dann machen wir ein bisschen mehr Schaden. Ich mach schon exorbitant viel Schaden. Ich muss gerade noch. Oh mein Gott, ich stehe in der Flamme. Hua. Mutagenic Eye Core. Was ist ein Gazer Eye? Ist das so ein Oberscheiß wieder? Ich will es eigentlich auch sammeln, also es ist weiß, also so ein Scheiß sammle ich nicht auf. Von Icon hat ganz schön viele Waffen hier gelagert. Die sie mal lieber aufstellen sollen. Hätten sie mal lieber mitarbeiten sollen. Gerade übrigens eine Skype-Nachricht gekriegt. Ja, von Niki. Noch eine? Streaming-Gruppe. Ich sollte die vielleicht im nächsten Part stummschalten. Tut mir leid für alle Nachrichten, die jetzt noch kommen. Das ist übrigens wieder ein Heldenmonster. Flash-Rob-Trolls. Waren das eigentlich schon Standardgegner vorher und die Trolls jetzt eher so zu den Standardgegnern geworden? Also ich weiß, dass es vorher welche gab, genauso wie die Harbinger, die sind ja auch in jedem Part neu. Aber ja, die sind neu. Ich hab noch keinen gesehen heute. Auch nicht. Im letzten Part auch glaube ich keinen Harbinger gesehen. Siehst du, die sind neu. Also du hast gedacht, wir haben einen gesehen, aber es war dann keiner. Ah genau, es war so ein großes Vieh. Sorry. Oh, da ist was, hallo. Items. Es ist einfach nur ein Büchlein, aber. Wann machen wir eigentlich gegrillte Waffel aus Hohenmut? Sobald wir Sacrum noch fortsetzen. Hieß das aus Hohenmut? Ja. Nee, aus der ersten Stadt. Aus der ersten Stadt. Doch, ja, Hohenmut. Warte, es ging doch wieder, ne? Hatten wir es nicht hingekriegt? Ja. Stimmt. Wollen wir mal was fortsetzen? Nach dem Spiel hier. Danach? Wenn wir das komplette Ende erreicht haben oder wollen wir es nebenbei laufen lassen? Hätte ich auch keine Probleme. Ich würde sagen, wenn wir es bis zum. Also, wenn jetzt nicht noch das Update zum nächsten Teil kommt. Also. Wenn jetzt. Also, ist der erste Teil von Kapitel 4 ist jetzt draußen. Also, wir können es jetzt halb durchspielen, sozusagen, das letzte Kapitel. Ja. Und wenn wir bei dem momentan Ende ankommen und der nächste Partner nicht draußen ist, fangen wir mit Sacred an. Okay. Und wenn dann der nächste Teil rauskommt, machen dann wir Sacred Pause? Nee, dann machen wir es nebenbei noch. Synchron, okay. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Und wenn wir Sacred in der Zeit schaffen, was ich nicht glaube. Nein, never ever, Alter. Ja doch, wenn wir 27 Stunden täglich aufnehmen. Aber guck mal, wir müssen Sacred schaffen und Sacred Underworld. Und beides zusammen hat uns letztes Mal wie lange gekostet? Keine Ahnung, 30 Stunden? Länger, Alter. Wir haben Tage daran gezockt. Ja, aber wir saßen zu zweit bei dir, LAN, und dann ging aber ab. Ja, aber wir haben auch richtig ineffizient gezockt und wir gar keiner von Rollenspielen. Haben wir doch immer noch nicht. Doch, ich bin richtiger Profi geworden. Aber ich nicht. Ja, meine Freundin schreibt mir. Der eine greift über eine Distanz von 100 Metern an. Ach stimmt, morgen frühstücken wir ja. Kann den Haltrad nicht aufsammeln. Ja. Ich wurde gerade sowohl von meiner Freundin als auch von Leon gefragt, ob das morgen mit Frühstücken noch steht. Ich glaube zu beiden, dann schreibt zum einen ja, zum anderen nein. Ich schreibe zu Leon einfach ja, zu meiner Freundin nein. Und dann kommt Leon morgen einfach früh, um, weiß nicht, 7 oder so. Ne, um 10 wollte er glaube ich kommen. Ne, um 7 kommt er schon. Sag mal bitte, spätestens um 7. Na Gott, Schaden. Help! Du Damage! Ich tu schon Damage. Mach mal Blocks mehr. Pull mal Agro Blocks. Hab ich schon, guck hier. Ja, guck mal, wie du Agro pullst. Ja, siehst du? Alle greifen mich an. Siehst du, hat irgendjemand hier schon Schaden gemacht gerade? Nein, aber mir. Das war wirklich ein bisschen mehr Schaden machen. Das wird langsam echt knapp hier. Hört mal bitte die da hinten. Das sind gespawnte hier. Ja! Ja, schnell! Hört den Reanimator. Habe. Nice. Beide. Gott, das feuert ein bisschen. Oh je. Ich mach halt übel Schaden, wenn ich mit den Messern zuschlage, ne? Aber dann fresse ich auch mehr Schaden, weil ich dann richtig dicht dran stehe.
Okay, die muss natürlich erstmal looten und leveln. Bin ich gelevelt? Nein. Ich bin gelevelt. Oh. Kennst du nicht looten und leveln? Oh, ich auch. Kennst du nicht looten und leveln? Ich hab gar nicht mitbekommen, dass ich level bin, okay, nicht. Das ist ein Lied von, ich glaube, von Simon. Kenn ihn nicht, also ich ficken, wer Simon? Von Booty und Simon von Game One. Oder besser gesagt jetzt von Rocket Beans. Guck ich nicht. Habe ich auch kaum geguckt damals. Rocket Beans habe ich auch noch nicht geguckt, aber. Game One habe ich gerne geguckt, das war eine gute Sendung. Hast du gerade gegen die Wand geschossen? Nein, ich habe den Typen abgeschossen, der da stand. Wie hast du die fünfmal gegen die Wand geschossen, um diesen Typen hier zu treffen, den ich gerade kaputt prügle? Wundervoll. Weapon Rag, oh Müll. Radar, Chris, Kent, X und Radar. Was ist das denn? Was? Ich habe zwei schlechte Schwerter gerade gekriegt. Dann skill ich jetzt mal schnell, oder? Mhm, oh, hab ich einen Devotion? Nee, hab ich nicht. Ich hab keinen Devotion-Punkt, schade. Stimmt, da müssen wir den Tempel dafür. Ich hab einen neuen Skill. Ja? Ja, der heißt, Skill Training. Okay. Dann mache ich mehr Schildschaden anscheinend. Okay. Den hatte ich vorher nicht. Habe ich auch bei Arcane, das geht ja sowieso nicht rein. Für eine Frage. Und dann mache ich noch Field Command. Ne, Decorated Soldier rein. Field Command war das hier, oder? Field Command war das hier. Ja, das ist wirklich ein Field Command, ich bin richtig schlau. So. Ich habe noch den Punkt bei C, den packen wir natürlich in Physik rein, damit wir noch weniger Schaden bekommen. Und hier lag irgendwas Büchlein, was ich haben wollte, da. Ja, zweimal Armor auf Stärke, also zweimal auf meinen Schaden gegangen und einmal auf das Level an sich. Ich habe gerade 1700 XP gekriegt. Ja, ich habe ein Buch aufgemacht. Ah, okay. Au! Du hast mich einfach Blitz getroffen. Oh Gott, ist das hier Pisse? Das ist geil. Was ist Loot? Warte kurz. Alter, ich verstehe nicht, warum Leon sich nicht einfach das hier anguckt, wenn er unbedingt Grimdawn Singleplayer wieder sehen will. Ich will Grimdawn sehen, nicht das Spiel. Nicht Grimdawn, ich glaube, wir kommen Bossfight. Ja, sieht so aus, ne? Ja, weil da ein abgeschlossenes Tor ist. Was ich gerade nicht aufmachen konnte. Vielleicht krieg ich ja gleich. Vielleicht habe ich ja einen Spot-Skill bekommen, den ich benutzen werde. Hehe. Das Tor ist abgeschlossen. Ich habe einen Bossgegner gefunden. Commander. Was? Commander Lucius, du siehst aus wie eine Spinne. Krabbe. Ja, Krabbe, okay. Er macht Schaden übrigens. Er darf nicht mich angreifen. Au. Ich mach dem aber auch ziemlich viel Schaden. Er hat mich wieder. Er hat einen Flammenwerfer. Es brennt. Hat auch Rockball. Er macht mich Half-Life. Mit einem Hit. Ja, mich auch. What the fuck? Der ist übel stark, Alter. Man kann ja mal richtig gut ausweichen. Also ich könnte doch einfach die ganze Zeit nur mit meiner Waffe reinschießen. Nicht, wenn er mich das erste Mal angreift. Dann dreht er sich nämlich um und hat mich schon getroffen. Der alte Hacker. Der hat sowas von Aura hat der an, Alter. Der hat Killer-Aura. Killer-Aura, nice. Der Junge. GG, Anzeige ist raus. Das hat er persönlich gemeldet. Oh, das Skill ist nicht ready. Oh, lass das. Bin fast tot gewesen gerade. Warum? Du machst doch gar nichts. Ja, aber er killt mich mit einem Schlag fast. Ich dachte gerade kurzzeitig wäre gestorben. Der Flammenwerfer zieht mir 600 HP ab. Und ich stand der ist auch nicht stark. Eine halbe Sekunde drin. Alter, 600 HP, das ist fast die Hälfte von meinem Leben. Das ist ein Drittel ja, von meinem Leben. So, das ist so ein Viertel von meinem Leben. Wenn es hochkommt. Nicht mal. Doch, also etwa ein Viertel. Hast du nicht 4000 Leben oder so? Moment, stimmt. Das wären 2400, wären ein Viertel. Ja, guck mal, jetzt. Viertel von meinem Leben, das wäre. Nein, 2400 wäre die Hälfte. Von deinem Leben? Ja. Ja, und du hast gesagt, 600. Es tut mir leid. Das heißt, 600 sind ein Achtel von deinem Leben.
Es tut mir sowas von endlich leid. Okay, wir haben welche Sachen, der Part ist jetzt vorbei. Das heißt, wir können jetzt noch in die Oberfläche gehen. Yep. Vielleicht die Chests noch mitnehmen? Falls hier irgendwelche sind. Ist wie im Bossfight, wo wir einmal die Kiste vergessen haben? Wo dann einfach nichts rausgestroppt ist, was gut ist. Das hier irgendwann kann er liegen bleiben. Ein Arsch ist das. Gucken wir, wo wir rauskommen. Ja, gut. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.